Hat Jennifer also doch einen Freiwilligen gefunden, der mit dem Zwitscherstock rumläuft. Was hier? Erster ist die Störquelle. Können wir reden? Ich suche nach Ciri. Aschblonde Haare, Narbe auf der Wange. Hast du sie gesehen? Wie kann ich dir helfen? Glaubst du, dass Universale als reale, individuelle Wesen existieren? Oder sind sie nur geistige Konstrukte? Mhm, ich auch. Wiedersehen. Schon wärmer? Wärmer? Eis? Ja? Was ist denn, Wolf? Versteh mich nicht falsch, aber wozu die Bauarbeiten? Damit uns die Dachschindeln nicht auf die Köpfe fallen. Dachschindeln fallen üblicherweise vom Dach. Du errichtest aber Mauern und baust die Festung wieder auf. Für drei Leute. Warum? Weil ich noch weiß, Wolf, wie es vor dem Massaker war. Wir waren 20, nur die Lehrer. Und die Kandidaten? Ich kann die Uhr nicht zurückdrehen, ich weiß. Aber ich weigere mich, einfach rumzusitzen und auf die Trümmer zu starren. Ich habe Emir getroffen. Welches gekrönte Haupt hast du nicht getroffen? Ein paar. Hoffentlich bleibt es so. Weißt du noch? Der erste Krieg gegen Nilfgaard. Die Schlacht von Sodden. Der gesamte Norden kämpfte vereint. Temerien, Redanien, Kedwin, Edirn und die Magier waren Helden. Erst auf dem Schlachtfeld, dann in Balladen. Nicht viel übrig von dieser Welt. War noch eine Frage bei Oma? Bis später, Wesemir. Wärmer? Wärmer? Heiß? Können wir reden? Nee. Hab alle abgefragt. Wiedersehen. Schon wärmer? Wärmer? Heiß? Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Puls schwach. Aber regelmäßig. Ah, da bist du ja. Wärmer? Wärmer? Heiß? Die Störung kommt von dort. Was ist in diesen Kisten? Die Meritium-Bomben. Hat Lambert gemacht. Kein Wunder, dass das Megaskop nicht funktioniert. Also, die müssen hier raus. Das kann ich machen. Nicht, dass du meine Regale durcheinander bringst. Aber pass auf Oma auf. Ja, Onkel Wesemir. Wie sieht's denn aus? Wesemir nimmt dich doch nicht zu hart an. Oma. Dachte ich mir. Fertig. Du kannst gehen. Sehen wir uns jetzt die konditionierten Reflexe an. Hier ist nichts. Halt das. Oh, noch ein neuen Vestarium-Eintrag. Oh, und ein hochwertiges Craft-Material. Das spart uns vielleicht später ein, zwei Düsenjäger, man weiß es immer nicht. So,
gutem Feuer. Jetzt zieh hierher. Pupillenfunktion normal. Soll Uma ein Hexer werden? Nee. Uma war wahrscheinlich, so vermuten wir, als letztes mit Cirilla zusammen, die wir ja suchen. Und deshalb versuchen wir ihn zurückzuverwandeln. Er ist mit einem sehr, sehr starken, komplexen, mehrschichtigen Fluch belegt. Und den versuchen wir aufzuheben, damit er uns hoffentlich dann sagen kann, wo Cirilla ist. Beziehungsweise was geschehen ist. So ist der Plan. Ich glaube auch, wenn ich jetzt nicht einen groben Fehler mache, müsste ich auch alles an Trophäen fertig haben, Chatterino, Schmackerino. Eine Trophäe, die ich noch verpassen könnte, wenn ich sie nicht schnell genug abschließe, ist das mit dem König, mit dem Königsmord. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, keine verpassbaren Trophäen mehr. Für die Trophäe Volles Haus haben wir alle Verbündeten vorbereitet, die dürfte Auto poppen. Oder wir müssen zu den Leuten halt latschen und die voll quatschen, aber ansonsten sieht eigentlich gut aus. Sehr gut sogar. Weil ich möchte das Ganze so haben, dass wenn wir mit der Main Story fertig sind, die Schwierigkeitstrophäen ploppen und auch die Platin dann kommt. Danke, jetzt scheint es zu klappen. Was war es? Die Meritium-Bomben hat Lambert bei den Betten gelassen. Er hatte wohl keine Ahnung, dass sie mein Megaskop stören könnten. Weißt du, Lambert ist nicht gerade Experte in Megaskop-Fragen, also... Bitte, Lambert ist fies, nicht blöd. Genug. Bereit für das Gespräch? Darf ich denn hier sein? Logenmitglieder weihen ja nicht jeden in ihre Geheimnisse ein, habe ich gehört. Nimm es als Zeichen meines Vertrauens. Fangen wir an. Und Geralt, bitte benimm dich. Hast du nicht gerade gesagt, dass du mir vertraust? Hör auf, meine Worte zu verdrehen. Catmill, Yennefer, Wengerberg, Greenblade. Catmill, El Severne. Warum hast du mich gerufen? Wir müssen einen Fluch brechen. Er wurde in einem mir unbekannten Dialekt der älteren Rede ausgesprochen. Ich verstehe. Und die Worte des Fluchs? Vafail Elaine, Catmill Folie, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Itne Iacus. Erkennst du den Dialekt? Leid in Undod. Das heißt? Die sogenannte eine Rede. Eine vergessene Sprache aus der Zeit vor der Migration. Der Migration? Später, Geralt. Anscheinend hast du diese Worte schon mal gehört. Ja, in Legenden. Solchen, die nicht gut ausgehen. Kannst du uns mit dem Fluch helfen? Einigermaßen. Agnes de Glanvilles Beschwörung zusammen mit Eldas Triangel, umgedreht natürlich, sind die einzige Rettung. Aber ich kann nicht garantieren, dass sie ausreichen. Danke, En Severne. Vafail. Unser Gespräch ist noch nicht beendet. Worum geht es? Es nahen die Zeiten der weißen Kälte und des weißen Lichts. Und die Welt wird in Frost ersterben. Ich kenne Iglines Prophezeiung. Das bezweifle ich nicht, aber verstehst du sie auch? Das ältere Blut kann die Zeit des Endes initiieren oder sie aufhalten. Denk daran, Windblade, denn du wirst bestimmen, ob aus dem Funken ein Feuer wird. Worum ging es bei der Migration? Gute Götter, habt ihr hier keine Geschichte gelernt? Nein. Wesemir fand für unseren Pfad den Schwertkampf sinnvoller. Antwortest du mir? Natürlich. Zum Lernen ist man nie zu alt. Die Enseide und Enelle-Elfen waren einst ein Volk, die Enundod. Dann gab es einen Kataklysmus, dessen Natur unbekannt ist. Die Enundod mussten ihre Welt verlassen.
Unterwegs spalteten sie sich. Wenn Umas Fluch also in diesem Late-N-Undot geäußert wurde... Dann ist er alt. Sehr, sehr alt. Hast du eine Ahnung, wovon sie gesprochen hat? Von Ciri natürlich. Ich wünschte, es würden sie verflucht nochmal alle in Ruhe lassen. Daraus wird wohl nichts. Alles in allem ein interessantes Gespräch. Und jetzt? Beende, was du und die Jungs vorhatten, und dann fangen wir an. Boah. Dick Erfahrungspunkte, Mädels. Direkt rein in die nächste Quest. Fehlt bis 29? 1300, aber man bekommt ja bei Main Quests wirklich sehr gut EP. Der Questname passt zu dir, Elotrix. Der Questname passt zu deiner hässlichen Hurenmutter, die ich im Puff nicht mal für einen Zwanni ficken wollte. Keine Reaktion auf die Medizin. Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Du weißt schon, dass diese Monstrosität Ciri sein könnte? Ja, hab davon gehört. Wie wäre es mit ein bisschen Mitgefühl? Ich nenne die Dinge beim Namen. So bin ich nun mal. Gurkensalat, mach mal Ausrufezeichen, Level Up, da stehen meine Lieblingsgeschmäcker drin. Weißt du was? Ist egal. Ich will mich nicht streiten. Genau. Keine Zeit zu verlieren. Die Monstrosität wartet. Lambert. Oh, Entschuldigung. Die eventuelle Cirilla. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachhältst? Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot verteut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lass Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Jetzt ergibt das Sinn. Ich glaube, wenn man gegen ihn noch nicht gewintet hat, dann kann man jetzt die ganze Zeit gegen ihn sich duellieren. Oder wenn er da am Boden sitzt, noch. Ja, die geht man nicht auch. Jagen ist mit dieser Armbrust fast ein Vergnügen. So eine brauche ich auch. Boah.
hast du diese Tricks gelernt? Das ist eine Kunst. Ich habe sie von einem Meister in Serikanien gelernt. Bla bla. Erzähl das deiner nächsten Zauberin. Bitte. Jetzt komm. Also wirklich. Kommst du mit Wesemir wieder besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Verdammt! Hab's genau hier vertreut. Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Mhm. Ja, vor 5 Tagen. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen, ja, machen, und dann ist es in die Büsche getrieben. So schön stark. Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein, hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur 2 Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben. Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Mhm. Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb 1 Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wesemir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Oh, rotes Untergehen. Nochmal. Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Skorax, probier mal ein paar alte Spielstände zu löschen, wenn du nicht mehr neue anlegen kannst. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. So.
So ein Scheiß. Aber schneller jetzt hier, Mann. Ist ja unerträglich langsam. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Okay, fast da. Gehst du bei Warzone 2 Season 2 rein? Also wenn sich nicht grundlegend was ändert, unwahrscheinlich. Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Du bist zickiger als Yen. Hoho, verlieb dich bloß nicht in mich. Auf geht's. Ah, Hilfe! Hilfe! Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Was ist da? Das ist ja immer geil, das zu wissen. Das sind nur Neblinge. Ich kann mich sogar erinnern, Chat, dass ich zu diesen Neblingen gelaufen bin. Das war richtig lästig. Scheiß drauf. Du hast bestimmt recht. Gehen wir direkt zur Höhle. Endlich etwas Vernunft. Mal, was ich zu COD sagen wollte, das ist wirklich, ich habe gar keine Lust, mich mehr drüber aufzuregen, aber ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ihr Warzone gespielt habt, also Warzone 1 und auch Warzone 2. Und zwar, Call of Duty hat es einfach verlernt zu denken. Die denken nicht mehr. Oder da sind irgendwelche Leute am Drücker, die ihre eigenen Spiele nicht spielen. Und das, davon bin ich sowieso seit einem halben Jahrzehnt überzeugt. Alles, was in Warzone 1 gut war, das Spiel schnell gemacht hat und erfolgreich, haben die alles in Warzone 2 geändert. Die sind einfach Idioten. Das sind Idioten. Jetzt tun die alles nach und nach zurückpatchen, weil die Spielerzahlen wegbrechen. Das sind einfach, das ist ein riesiger Haufen Loser. Einfach nur Loser, Digga. Das ist ein Multimilliardenunternehmen und da sind einfach Loser am Drücker. Ich kann mich nur noch über diese Bande lustig machen, so war ich hier sitze, Digga. Wie kann man so ein... Ach, scheiß drauf, wirklich. Da werde ich richtig sauer, werde ich da. Richtig sauer werde ich da. Das ist das halt, ne? Wenn man nur noch 500-Euro-Scheine vor den Augen hat und einfach das Feedback der Gamer nicht mehr sieht, Digga. Dann passiert das. Knochen. Pulverisiert. Verdammt. Zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Lese mir. Bereit? Genau, die gehen mit Season 2 zurück zum Warzone 1 Prinzip. 1, 2, 3. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Was, wenn ich jetzt hier nochmal runterspringe? Hä? Verdammt, Geralt! Springt er nochmal runter? Dann springt er nochmal mit runter. Ist wie bei einem Stück Scheiße in einem Eisloch. Wir sollten darauf und es hinter uns bringen, okay? Bereit? Hä? Lol. Du Fettwanst. 1, 2, 3. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Ich habe übrigens gehört, dass irgendein Kartellamt jetzt doch wohl was gegen die Übernahme von Microsoft haben soll. Also wenn das nicht durchgeht mit Microsoft Chat, solange Activision so ist, wie sie jetzt sind, wird sich da gar nichts ändern. Ne? Nicht sehr. Wir müssen leise sein. Ich kann auf eine Begrüßung von Speerspitze verzichten. Wenn Microsoft den Laden nicht übernimmt, dann wird sich da gar nichts mehr ändern. Leider.
Irgendwas sagt mir, dass er es nicht mögen wird. Aber ich bin auch ehrlich zu euch, Chat. Mittlerweile ist es mir egal. Klar würde ich mich wieder freuen über ein geiles Multiplayer-COD, aber das wird für immer, ne, das wird für immer, das nächste Jahrzehnt wird das Skill-Based Matchmaking verseucht sein. Und die haben es auch verlernt, bei Battle Royale das zu machen, was irgendwie geil ist, so, ne. Warzone 1 war geil, ja, aber warum hat es uns so abgeholt? Weil wir alle zu Hause festgebunden waren. Ist wohl ein Splitter. Wegen. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Wegen Corona. Das würde dich noch gemeiner machen. Wenn man halt was zum Suppen gebraucht hat. So. Ich bin auf COD schon lange nicht mehr angewiesen. Ihr hoffentlich auch nicht. Hörst du das? Mittlerweile ist es mir einfach schwer, was die macht. Uns schon. Mir tut es immer nur in dem Herzen leid für die ganzen anderen Streamer und Content Creator, die sich diesen Scheiß. Ja. Daily geben müssen, sag ich jetzt mal. Und da geht auch an der Stelle wieder ganz viel Liebe raus. Hier stinkt's nach Moder. An die was Community. Hast du erwartet? Veilchenduft. Sowohl auf YouTube als auch auf Twitch Arino, dass ich nicht COD zocken muss, um erfolgreich zu sein. Es gibt kein größeres Geschenk. Ich zock hier eins der geilsten Spiele aller Zeiten, wenn nicht sogar das beste Storygame aller Zeiten. Ich hab die Community aktiv im Chat. Alle haben gute Laune, Mimaune. So viel zum Überraschungsmoment. Mir doch egal, ich komme auch so zurecht. Was willst du mehr? Also mein Damage ist ja wirklich geil. Hast mich vermisst, Hurensohn? Wirst du es überleben? Denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Ich will looten. Das ist für Voltaire, du Hurensohn. Voltaire? Wer ist das? Schon vergessen? Kleiner Kerl, Narbe auf der Wange. Genau da. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ja, mehr können wir nicht tun. Hat es nie hier rausgeschafft. Gehen wir. Na, Chat, das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Dass dieser Rage-Talk, wenn ich über COD rede, kommt halt auch daher, dass man sich gefühlt schon in den Mund fusselig geredet hat und es in denselben Jahren immer und immer wieder dasselbe ist. Punkt 1. Und Punkt 2, das werdet ihr sogar noch mehr fühlen, der Talk kommt auch aus einem verletzten Herzen, weil man irgendwo COD immer noch liebt aus den guten alten Zeiten und sich halt wünscht, es wäre so wie früher und man hätte wieder ein geiles COD zum Abdaddeln mit den Bros. Aber man muss sich damit abfinden, es wird einfach nie wieder wie früher sein. Ja. Was war das denn? Ein, zwei haben nochmal gefragt wegen Hogwarts Legacy. Wir werden Hogwarts Legacy hoffentlich schon am 7. spielen. Schön, wieder draußen zu sein. Ich freue mich sehr drauf auf das Game. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Keine Ahnung, wen du damit beeindrucken willst, aber die harte Tour zieht bei mir nicht. Musst du gerade sagen. Wesemir hat mir von deinem Job für diese Nilfgaarder in Velen erzählt. Das war ja Scherz, was, ne? Was machst du da? Ich töte Monster. Ich bitte dich. Ist mir so rausgerutscht. Komm schon. Bevor ich zu Facebook Gaming wechsle, friert die Hölle zu. Oder die geben mir 100 Millionen und ich gebe jedem Stammzuschauer ein Tausender ab oder so. Ansonsten kommt mir das nicht in die Tüte. Oh, ein Troll. Ha. Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Hexer sind nicht gehen weiter. Halt. Halt! Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg! Ja.
Dies ist ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexe sind eins sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Wahnsinn. Sehr geile Quests haben sie sich noch hier überlegt. Das ist schon noch das Hauptgame, kein DLC. Oh, sie sind zu dritt. Steine werfen wir. Ihr nicht gehen mehr. Hexe sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Kann man das friedlich lösen, Chatterino? Aber wir brauchen wir nicht die Höhlentrollleber noch? Brauchen wir nicht die Höhlentrollleber noch für ein paar Öle, Schmöle? Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexen nicht hauen zurück. Nur Brabbel, Brabbel. Hexe, gut. Dumm Troll, du. Hexen Monster töten. Trollsen sein Monsters. Ja, wahre Sache. Die Trolle, ey. Wieso 7-8-Jährige? Wir machen so. Ihr lassen Schafprügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen, wir kaputt hauen. Schafprügelstock. Nix gibt's. Keine Chance. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Hexer ohne Arm. Besser kein Arm als kein Kopf. Aha, da ist er, die Höhlentrollleber. Na guck, die haben wir noch gebraucht. Machst du nix, Chat. Machst du nix. Nur noch ein paar Schritte und wir sind da. Die Armen! Bruder, es sind Trolle, Mann! Troll. Endlich. Ihr seid Trolle. Geschafft. Twitch-Trolle. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Das aus deinem Mund. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Also dieser Twitch-Chat, der, dann wird halt wieder neu reingeladen. Meine Fresse, Mann. Ich werde hier wieder so
geshit-talkt im Chat. Es ist ja wirklich unerträglich. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässliche... Ah, sind sie tot? Sind tot. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Das Schöne ist, Uma, der hässliche... im DLC 1 und 2... nochmal früher. Oh, ist es jetzt so lang her. Oh, als ob das nicht davor einen Speicherpunkt gemacht hat. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt. Ja, ihr wollt es so, Chat. Selber schuld. So viel zum Überraschungsmoment. Mir doch egal. Ich komme auch so zurecht. Wieder. Ich müsste immer öfters speichern. Mal hier den Loot einsaugen. Free Speerspitze. Also jetzt geht's wirklich los. Jetzt geht's gleich hier los mit Spätzle mit Soße. Ich bin da immer so ein Fähnchen im Wind. Der Twitch-Chat schafft es immer, mir so richtig schnell ein schlechtes Gewissen einzureden. Ein wahrer Hexer hätte das nicht getan. Die haben geredet, nicht angegriffen. Die sind doch süß, lass sie leben. Wie kannst du nur, du Trollmörder. Free-Troll. Was ist, wenn die vom Aussterben bedroht sind? Also wirklich, fürchterlich. Wir sollten wegen früher... Komm schon. Din. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh! Hä? Haben wir den vorher nicht mitgenommen? Ha. Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Oh, gutes Karma. Dafür, dass wir nur reingeladen haben. Twitch-Chat Weise hat wieder zugeschlagen. Hier gibt es sogar Fragezeichen. Zwei an der Zahl. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Fähigkeitspunkte. 11 Fähigkeitspunkte. Zufall? Ich denke nicht. Troll to the Moon. Also wirklich. Bleib. Weg. Den. Wie weit bin ich beim Run? Ungefähr 80%. Vielleicht ein bisschen mehr. Wir haben jetzt quasi nur noch Main Story vor uns, könnte man sagen. Lass mich reden. Lass mich. Wir wollen. Troll vor Präsident. Süß sind die drei ja schon. Gut. Wir lassen unsere Schwerter hier und sammeln sie auf dem Rückweg ein. Wir nicht sie wollen. Metall, pui, sticht in Mund. Geht's noch? Halt die Klappe und tu's einfach. Hast deine Berufung verfehlt. Mhm. Soweit ich mich an Papa Wesemirs Lektion erinnere, töten Hexermonster. Dein Gedächtnis ist für'n Arsch. Sie töten nur gefährliche Monster. Sie haben mit Steinen nach uns geworfen, Geralt. Heul dich nachher bei Eskel aus.
Geil. Ja, okay, fühle ich mehr. Da hat der Twitch-Chat mal wieder recht gehabt. Wenn ich nicht immer gerne... ein paar Schritte und wir sind da. ...euch gerne immer alles da durchgehen lassen. Da jemand aber ganz schön. Bist wohl nicht mehr in Form. Nee, nur verkatert. Hast du dir wieder mit Eskel die Kante gegeben? Wie kann ein Hexer eigentlich einen Kater haben bei den Gift-Dingern, die sich die immer reinhauen? Gift-Cocktails. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Song von Tanzi ist gut. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft. Ich mach dir hier einen auf Bändiger. Also die Quests sind ja so schön. Ah ja, moin, erstmal in die Luft legen. Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten. Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche. Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Hm, echt eine tolle Geschichte. Nicht wahr? Ein echter Schenkelklopfer. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein, ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Da mussten wir alle durch. Das ist es ja. Nicht alle haben es geschafft. Viele Jungs starben hier. Gegen ihren Willen hergebracht. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen. Ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Das ist wirklich eine kranke Geschichte. Das erklärt, warum der Mann auch immer so zornig ist. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Verschwinden wir von hier. Chat, ganz schlimme Sache mit dem Alkohol. Lasst die Finger davon. Lasst das nicht zu, dass die Scheiße eure Familie runterzieht. Wir brauchen die Schwerter. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Mann ohne Arme. Natürlich, Bruder. Hexer nehmen ihre spitzen Stöcke auf den Rücken und gehen nach Hause. Keine Sorge, du musst uns nicht überzeugen. Komm, Geralt, gehen wir. Gut, gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr. Sehr schöne Quest. Hat sehr Spaß gemacht.
Für mich war es als würde ich die First Time spielen. Ja, Marvin, ich mag GameStar richtig dolle. Die machen sehr gute Reviews, aber manchmal sind die einfach lost. Das sind halt keine richtigen Geeks. Keine richtigen Gamer-Geeks, sondern manchmal einfach NPCs. Also nicht, das klingt jetzt irgendwie doof, so meine ich das nicht. Manchmal nur, ne? Ganz selten. Es kommt auch darauf an, die haben ja ein recht großes Team. Und nicht jeder von denen ist halt schon so ewig dabei und ja. Kommt immer darauf an, wer von denen das Review macht. Es gibt ein paar, die machen das wirklich 10 von 10 und dann gibt es andere, die sind halt ähnlich gut, aber halt nicht so gut, ne? So, direkt in die nächste hier, wie man einen Gabelschwanz anlockt. Welches Review? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches ich meine. Haben die einfach keine guten Vergleiche gemacht. Oder manchmal hatte ich das Gefühl, dass die bei richtig, richtig, richtig guten Spielen trotzdem was Negatives gesucht haben, damit sie nicht nur was Positives sagen. Beispielsweise beim God of War Review haben die gesagt, ja, es gibt zu viel Loot bei den Side-Sachen, die man aber auch woanders kriegt. Wo ich einfach mir denke, so, Digga, bei einem Game wie God of War kann man nicht genug Content haben. Das sind halt dann so Leute, die spielen das Spiel in 10 Stunden durch und heulen dann rum, dass das Meisterwerk so schnell vorbei ist. Ich meine, allein bei der Questline mit Faye, neben Freya, nicht Faye, ist es ja so geil, scheiß auf den Loot, sondern einfach diese Hintergrundstory von ihr und Odin, wo die geheiratet haben, ne, diese Zwangshochzeit, mehr oder weniger, damit es keinen Krieg mehr gibt und so, das ist doch viel interessanter als irgendwie der Loot, Digga. Heul halt nicht rum, dass du irgendwie denselben Loot bekommst, also wirklich. Und God of War hat ein gutes Loot-System, ein sehr gutes Loot-System, dass du die Aufwertungen von den Items, von der Rüstung und so, dass die sich untereinander nicht die Sachen, also die Ressourcen wegnehmen. Sondern je nach Level brauchst du immer dasselbe und du kannst die Rüstung ja immer alles hochziehen. Ne? Nach und nach, weil du irgendwann genug Ressourcen von allem hast. Das fand ich ein super System. Wenn du PS4 das Game schon hast, kannst du dir im Store einfach die Complete Edition kostenlos runterladen. Und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Ist ein kostenloses Next-Gen-Upgrade oder Update? Nee, Upgrade. Deshalb ja, einfach runterladen. Aber du musst die Complete Edition auswählen im Store bei diesen 3 Punkten. Die ist dann kostenlos für dich. Felsen. Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Eskels Lager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Was will das Game gerade von mir? Ein Stückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Puh, das stinkt.
Eskels Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Gibt's das Witcher Remastered, Chat? Gibt's das überhaupt für die PS5? PS4 meine ich? Das ist ja ein Next-Gen-Update, oder? Macht ja eigentlich keinen Sinn, das nochmal für die Old-Gens zu droppen. Die hat sich nicht selbst hier angepflockt. Sie ist ein Gabelschwanzköder und offenbar auch ein Hexerköder. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Der eine schreckliche Narbe. Das hast du also wieder. Wahnsinn. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen. Dich auch. Wie geht's? Wie immer, wie immer. Noch ein Tag, noch ein Ertrunkener. Ist das alles? Ich bin ein einfacher Hexerwolf. Ich kämpfe nicht gegen Drachen, verbrüdere mich nicht mit Königen und schlafe nicht mit Zauberinnen. Im Gegensatz zu anderen. Ich versuche nur mit Zauberinnen zu schlafen. Ab jetzt versuche ich, mich auf Zauberinnen zu beschränken. Zweifellos der angenehmste Teil, aber vielleicht auch der gefährlichste. Hörst du? Er kommt. Da ist er. Ich sehe ihn. Hat sich einen schlechten Tag ausgesucht, das Nest zu verlassen. So ein Riesenvieh. Das schaffen wir schon. Verdammt, er hebt ab. Auf die Flügel. Ich dachte schon, das wäre jetzt zu schön, um wahr zu sein, dass es so einfach mal funktioniert. Ja, die Ziege hat überlebt. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm, blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr. Mein Hahn ist tot, mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr krähen, Kokodi, Kokoda. Was ist das für ein Lied? Ein altes Lied der Hochgebirgler. Ideal zum Bergsteigen. Hier ist er gelandet. Nicht sehr elegant. Schau die Spuren. Wir haben wohl seinen Flügel gebrochen. Oha. Alter, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, Mann. Das ist so geil, Chat. Gut. Jetzt flieht er nicht mehr. Warum kann ich mich an daran nicht mehr erinnern? Das ist wie, als würde ich das hier First Time spielen. Verrückt, Mann. Oh. Das arme Reh. Sehr witzig, Rock Dude. Ist halt trotzdem 6 Jahre her, ne? Na schön, her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Ja, ich wollte eigentlich auch die Story zum Pferd hören. Unterhalb des Schädels. Man muss sie manchmal ausquatschen lassen, bevor man mit irgendwas interagiert. Hat Jen dir gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, stört dich nicht? Also jetzt Rock, Dude. Das ist eigentlich kein witziges Thema. Retalk. Nein, tut es nicht. Ich vertraue ihr. Und da heißt es, Leute lernen aus ihren Fehlern. Wie bitte? Nichts, nichts. Stört dich was an Jen? Na los, hab Mumm und sag's mir gerade heraus. Hab du Mumm und gib zu, dass sie dich reingelegt hat. Oft genug. Das war einmal. Sie hat sich geändert. Klar.
Na gut, vergiss es. Gehen wir. Freaky, du kannst Platin in einem Run machen, wenn du auf Todesmarsch spielst. Aber nur dann. Oh, 2 goldene Items. Oh, verbesserte Wolfhandschuhe liegen hier einfach noch. Also ich hoffe, dass ihr niemanden in eurem Bekanntenkreis habt, der unter Alzheimer leidet, weil das ist wirklich eine schreckliche Krankheit. Da kann man nur hoffen, dass man von verschont bleibt. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Klar, um Geld. Keine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kaer Morhen zuerst erreicht, hat gewonnen. Los, los! Nee.